Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Mittag. Tag 10 unserer Challenge hier, raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Wie kannst du gerade jetzt beitragen? Ich bin noch gar nicht so richtig da, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte gerade ein Coaching, einen Termin mit einer wunderbaren Frau. So zum Start in der Akademie, die ja so viel Klarheit und Leichtigkeit und von der so viel Last abgefallen ist gerade und die so geschwebt hat jetzt im Grunde genommen, weil sie wirklich so viel loslassen konnte. Und es ist total erstaunlich. Und das habe ja jetzt letzten Endes nicht ich gemacht. Ich war ja nur die Begleiterin für sie jetzt und habe da mit ihr gemeinsam so ein paar Dinge durchleuchtet, und das ist so, so, so herzberührend immer, wenn ich dann sehe, wie mein Gegenüber plötzlich aufblüht und ihm so vieles wie Schuppen von den Augen fällt und so Klarheit da ist und genau weiß, wo es jetzt weitergeht. Und das ist ja jetzt erst der Anfang. Wir haben das ja jetzt erstmal zum Start gemacht, und so 4 Wochen später ist dann der Seelenplan schriftlich in der Tasche, und darauf können wir alles weitere aufbauen. Und was ist sonst noch alles möglich, wenn wir uns denn einfach mal auf den Weg begeben? Das ist so das eine, warum ich noch gar nicht so richtig da bin. Oder schon da bin, aber so total in der Freude. Ich wollte eigentlich heute hier mal meine Pippi Langstrumpf-Perücke mal wieder auskramen. Die habe ich schon lange nicht mehr angehabt. Das ist ja so ein bisschen meine Mentalität, mit der ich dich ja auch gerne anstecken möchte. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und das kannst du genauso, weil in unserem Kopf hier, in unseren Gedanken fängt ja einfach alles an. Da erschaffen wir uns unsere Welt ja da draußen, im Außen. Nichts und niemand anderes, sondern wir selbst sind die Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit im Außen. Das heißt, wir selbst haben es ja auch immer zu jedem Zeitpunkt in der Hand, im Drama drin zu stecken, gerade in der jetzigen Zeit, oder zu sagen, raus aus dem Drama, rein in die Fülle, raus aus dem Mangel, rein in die Fülle. Und das fängt immer alles in unserem Kopf an. Das fängt immer, immer, immer alles in unserem Kopf an. Und deshalb bin ich gerade so happy, als ich eben in die Gruppe reingegangen bin und gesehen habe, dass wir seit heute Morgen 3000 Mitglieder hier in unserer Gruppe haben. Was ist sonst noch möglich, wenn jeder von uns hier jetzt ab sofort beginnt, seinen Seelenplan zu entdecken, seine Lebensaufgabe zu leben, sich erlaubt, sich auf den Weg seines Herzens zu begeben und den auch zu leben, wie auch immer das für den Einzelnen ausschaut. Hey, was können wir dann für ein grenzgenialer Beitrag gerade jetzt da draußen für die Welt sein? Und wie grenzgenial kann es für dich sein, wenn du dir das jetzt erlaubst, die Entscheidung triffst, bis eben war ich noch im Drama, im Mangel und in der Orientierungslosigkeit, aber ab heute geht es weiter in eine andere Richtung. Wenn du mal drüber nachdenkst, wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du Ende des Jahres stehen und aufhörst darüber nachzudenken, was bis eben noch war, was bis gestern war und was da draußen auch ist? Wenn du so zum Fels in der Brandung bist in deinem eigenen Leben oder auch wirst, für dich, was ist da alles für dich, für deine Familie, für dein Umfeld, für deine Kinder, für die Menschen da draußen, die dich jetzt brauchen, mit deinem Seelenplan, mit deiner Lebensaufgabe, was ist da alles möglich? Ja? Und ich werde dir heute auch zum Abschluss noch eine Frage, eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Wir werden jetzt hier so eine kleine Serie starten, dass du wirklich jetzt mal rauskommst aus der Orientierungslosigkeit. Deshalb wird es jetzt mal so die nächsten Tage immer eine kleine Hausaufgabe für dich geben. Wir haben ja so die ersten 9 Tage jetzt auch so ein bisschen mit Atemübungen und solchen Dingen verbracht. Schau dir das gerne immer wieder an. Mach dir auch Notizen zu den einzelnen Übungen. Es gibt ja so eine Vielzahl von Übungen, die man machen kann, um zu mehr Bewusstsein zu kommen, um mehr zu sich zu finden und solche Dinge. Da können wir jetzt auch die nächsten Tage noch mit verbringen, aber manchmal ist weniger mehr. Deshalb, du hast das als Basis, schaust dir immer wieder an, notierst dir und einfach immer mal wieder machen, in den Tag integrieren. Okay? So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, was wäre, wenn jetzt jeder von uns hier in unserer Gruppe, in unserer wunderbaren Community, und ich feiere jeden Einzelnen hier so,
der hier jetzt hier dabei ist und den ich da inspirieren und anstecken darf auch, weil ich weiß, was für eine Einzigartigkeit in dir steckt, was für ein einzigartiges Potenzial in dir steckt, das gelebt werden möchte. Und wenn du jetzt für einen kurzen Moment nochmal zurückblickst oder jetzt im Moment auch Kontakt zu deinem Herzen, zu deiner Seele aufnimmst, was ist da alles in dir drin, wo deine Seele, dein Herz dir eigentlich schon seit längerer Zeit signalisiert, hey, jetzt entdeck doch endlich mal deine Einzigartigkeit, jetzt leb doch endlich mal dein Potenzial, jetzt erlaub dir doch endlich mal, dich da draußen zu zeigen. Mir fällt gerade jetzt noch, das möchte ich dir auch zu deiner Inspiration mal mit auf den Weg geben, noch ein ganz tolles, eine tolle, ganz tolle Frau ein, mit der ich jetzt seit 4 Wochen arbeite, und gestern hatten wir ein erstes Zwischencoaching, wo sie zunächst dann auch mal sagte, ich habe zwar so viele Ideen jetzt die letzten 28 Tage, wo wir gemeinsam arbeiten, ja auch schon entwickelt, aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich kann mir das nicht alles erlauben, ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht wie, was, wo. Und so eine Stunde später war absolut klar, wo jetzt der Weg hingeht, weil da so viele Prägungen und Gedanken und Anhaftungen noch einfach noch dran waren und sie jetzt total die Rakete gezündet hat und durchstartet. Und das kannst du auch. Du darfst dir nur mal erlauben, wirklich dein einzigartiges Potenzial zu entdecken, was in dir ist. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, damit du mal so ein bisschen spüren kannst, mal wahrnehmen kannst, was ich damit meine. Schau mal, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind, jeder von uns, der eine adelig in Form von einem Kaiserschnitt und der andere einfach über den natürlichen Geburtskanal. Völlig egal, wie, auf welchem Weg. Aber irgendwann war ja mal der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, so, jetzt ist Zeit auszuchecken. Es gibt ja auch welche, die ein bisschen zu früh ausgecheckt haben, die haben dann nur ein bisschen Überlebenshilfe gebraucht, wie auch immer. Stell dir mal vor, da ist an keinem Weg etwas falsch, alles ist so, wie es ist. Und wir sind jetzt einfach da mal gewesen. Und wie haben wir denn da in die Welt geschaut? Wie haben wir denn da in die Welt geschaut? Mit ganz großen, neugierigen Augen wollten wir die Welt entdecken. Wir waren einfach da. Wir hatten überhaupt keine Ansichten, wie irgendetwas zu sein hat, wie etwas auszuschauen hat, wie unsere Kleidung auszuschauen hat, wie wir uns bewegen sollen, keine Ahnung, was auch immer. Wir waren einfach da. Wir waren einfach nur neugierig und wollten hier etwas entdecken und erleben. So. Und jetzt würde ich dich mal dazu einladen, gerne in diese Energie mal noch mal einzutauchen und mal diese ganzen Geschichten, die du dir bislang noch erzählst, warum du etwas nicht kannst, wieso es jetzt schwierig ist und dass du etwas nicht kannst oder dass du nicht gut genug bist, dass du erstmal noch eine Ausbildung zu irgendetwas brauchst, dass du erstmal noch ein Zertifikat brauchst, dass irgendetwas jetzt gerade nicht möglich ist, weil es irgendwelche Beschränkungen da draußen gibt oder Einschränkungen oder was für Geschichten du dir auch alle erzählst. Das bist im Grunde genommen nicht du selbst, sondern es sind Dinge, die du übernommen hast. Fühl mal, wie sich das für dich anfühlt. Hallo Monika, hallo Jessica, schön, dass ihr da seid. Im Übrigen, alle anderen Zuschauer, wenn ihr mir ein Hallo ins Kommentarfeld schreibt, dann sehe ich euch auch, dann begrüße ich euch auch gerne mit dem Namen. So, jetzt stell dir mal für diesen Augenblick nur mal vor, du würdest nochmal alle Begrenzungen loslassen. Alle Gedanken, die dich irgendwie denken lassen, die nicht wirklich deine sind, dass jetzt etwas nicht funktioniert, weil, dass du erst noch eine Ausbildung brauchst, dass du zu klein bist, dass du zu jung bist, dass du zu alt bist, dass du das nicht machen kannst, dass du es jetzt nicht machen kannst. Vielleicht bist du in einer Partnerschaft und denkst, oh, wenn mein Partner jetzt mitziehen würde, dann wäre es viel einfacher. Oder mein Partner zieht nicht mit, der ist eigentlich meine größte Blockade. Andere denken, die alleine sind, oh, hätte ich doch nur einen Partner, der mitziehen würde, dann könnten wir das gemeinsam machen. Also es sind alles immer nur Geschichten, die wir uns erzählen.
Ja, oder es geht jetzt nicht, weil mein Bankkonto Summe X nicht vorweist, weil ich einfach auch Kapital brauche, um mich da draußen zu zeigen, meine Seelenaufgabe zu entdecken und diese ganzen Geschichten. Stell dir mal vor, du würdest dir jetzt nur für diesen Moment mal erlauben, das alles loszulassen und dich davon zu befreien und dich wieder mal zurückzuerinnern an deine Einzigartigkeit, die du eigentlich in deinem Kern immer noch bist. Weil auch du so hierher gekommen bist auf diese Welt mit dieser Neugierde, mit diesem grenzenlosen Bewusstsein, mit dieser Einzigartigkeit. Was ist dann alles möglich? Was ist dann alles möglich? Und stell dir mal vor, all deine Gedanken, Gefühle und Emotionen, die nicht wirklich zu dir gehören, die würdest und könntest du jetzt einfach mal, und du kannst es, es ist eine Entscheidung, jetzt in diesem Moment mal zurückschicken an den Absender, dort, wo sie hingehören. All das, was dich jetzt bedrückt, was dich belastet, was sich schwer für dich anfühlt, stell dir mal vor, du erlaubst dir jetzt, das alles mal zurückzuschicken, dorthin, wo es hingehört, was nicht deines ist. Kannst du da aufatmen? Wie geht's dir dabei? Und kannst du auch mal bitte alles das loslassen, was das jetzt verhindert? Einfach dich mal dafür entscheiden, das alles loszulassen und zurückzuschicken dorthin, wo es hingehört, ans Universum abzugeben. Stell dir einfach auch gerne vor, da ist so eine goldene Schale, in die legst du jetzt in diesem Moment alles hinein, was nicht wirklich zu dir gehört, was es schwer macht für dich, was dir Geschichten erzählen lässt, dass etwas nicht funktioniert, weil. Stell dir vor, all diese Geschichten, die nicht wirklich deine sind, du packst die jetzt alle in die goldene Schale und übergibst die dem Universum. Was ändert das jetzt für diesen Moment alles schon mal für dich? Wow. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen kleinen Kindern, zu diesen Babys. Schau mal, wie inspirierend die letzten Endes auch alles sind. Schau mal, wie inspiriert und freudig wir alle sind, wenn wir kleine Kinder sehen. Wie entzückt wir sind, wie was das mit uns macht. Stell dir mal vor, du kannst jetzt noch viel mehr von dieser Energie haben und in diese Energie eintauchen. Und stell dir mal vor, du könntest jetzt die Entscheidung treffen und würdest die auch treffen, zu beginnen, dir deine eigenen Gedanken zu erschaffen, also bewusst zu denken, mit diesen Gedanken dorthin zu gehen, wo du eigentlich wirklich hin willst und dich von allem anderen einfach befreien würdest. Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich aus dem Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Erfolg beginnt damit, deine Gedanken zu meistern. Wenn du nicht kontrollierst, was du denkst, kannst du auch nicht kontrollieren, was du tust. Also es hängt immer alles von unserem Gedankengut ab. Deshalb habe ich dich jetzt mal dazu eingeladen, mal all das loszulassen, was nicht wirklich zu dir gehört. All diese Gedanken, Emotionen und Gefühle, die du bis eben noch mit dir rumgetragen hast, bis du das jetzt von mir gehört hast, durch mich gehört hast vielmehr. Es ist ja kein neues Wissen, ich sag's dir jetzt nur mal wieder, dass du das alles loslässt und dir erlaubst, mal wieder deine wahre Größe anzunehmen, die du in Wahrheit bist. Deine Botschaft, die du in dir trägst, dein Licht zum Leuchten zu bringen. Fühl mal da hinein, was macht das mit dir? Gerade in der jetzigen Zeit. Und ich bringe dir noch ein weiteres Beispiel, wenn irgendwo irgendeine Instanz nichtsdestotrotz jetzt noch in dir denkt, ich kann das nicht, weil. Oder auch der Gedanke da ist, damit kann ich doch nicht rausgehen, damit kann ich mir doch auch erst gar nicht erlauben, noch Geld sogar damit zu verdienen. Wenn eine gute Bekannte oder eine Freundin bei dir zu Hause im Wohnzimmer oder in der Küche hockt und irgendein Problem hat und du genau diejenige bist und deshalb erzählst es dir, weil du nur einen Schritt weiter bist als diejenige, denkst du darüber nach, deiner Freundin alles das mit auf den Weg zu geben, was du ihr auf den Weg geben möchtest, zu helfen mit deinem einzigartigen Wissen, weil es vielleicht schon Dinge sind, die du in deinem Leben schon wunderbar gemeistert hast
Und weil gerade deshalb deine Freundin jetzt dir gegenüber in der Küche hockt und dir darüber erzählt und du ihr da ein Beitrag bist, mit deiner Einzigartigkeit, weil du in irgendeinem Bereich, wo deine Freundin gerade feststeckt, du ihr ein Beitrag sein kannst. Dann denkst du auch nicht drüber nach, kann ich ihr das jetzt so erzählen? Kann ich ihr diese Schritte mit auf den Weg geben? Ich muss doch da erst noch eine Ausbildung haben, ich muss doch da erst ein Zertifikat haben und, und. Nein, dann machst du doch einfach. Dann machst du doch einfach. Und ich würde dich dazu einladen, auch jetzt einfach mal zu machen, einfach mal dir zu erlauben, wieder zu der großartigen Persönlichkeit zu werden, die du eigentlich in deinem Kern immer noch bist. Und deshalb diese Metapher nochmal zu deinem kleinen, neugeborenen Kind, dem Baby, das auch du mal warst und auf die Welt gekommen bist, ganz mit neugierigen Augen und hier alles für möglich gehalten hast. Und alles das loslassen, was dich bislang bis eben noch hat glauben lassen, dass etwas nicht funktioniert, weil, weil, weil. Und ich möchte dir noch eine weitere Metapher mit auf den Weg geben, zu dem Beispiel Freundin in der Küche. Schau mal, stell dir mal vor, du hockst auf einem Boot, auf einem See und du hast einen Rettungsring auf diesem Boot. Das ist aber ein ganz alter Rettungsring. Der ist nicht nach neuen Vorschriften, nach DIN-Normen und solchen Dingen irgendwie hergestellt, sondern ein ganz uralter Rettungsring, der aber seinen Zweck erfüllt. Ja? Wir haben ja hier gerade so im deutschsprachigen Raum für alles DIN-Vorschriften, Normen und Tralala und sowieso und Zertifikate und TÜV und hast du nicht gesehen. Okay. So, jetzt stell dir mal vor, du bist auf einem kleinen Boot auf einem See. Und dieser uralte Rettungsring, der aber total funktionsfähig ist, auch ohne jegliche TÜV-Zertifikate und Normen, den hast du bei dir in diesem Boot. Und dann siehst du auf diesem See irgendwo einen Mensch, der in Gefahr ist, der zu ertrinken droht. Was machst du denn da? Schaust du dann diesen Rettungsring an? Schaust, drehst den um und denkst, kein TÜV-Zertifikat, keine DIN-Norm, einfach nur ein Rettungsring, kann ich nichts machen, muss ich diesen Mensch ertrinken lassen. Würdest du doch nicht. Du würdest doch verdammt nochmal hingehen und diesen Rettungsring holen, ihn ins Wasser werfen und dieser Person zuwerfen, um sie zu retten. Du würdest dir doch um nichts anderes Gedanken machen, als darum, wie kann ich dieser Person jetzt ein Beitrag sein? Wie kann ich die helfen? Wie kann ich die vor dem Ertrinken bewahren und aus dem Wasser retten? Also, ich gehe mal davon aus, dass du zu den Menschen gehörst, die da genauso denken wie eigentlich alle von uns. Zumindest hier in unserer Community mit inzwischen 3000 Mitgliedern. Ja? So, und wie wäre es, wenn du dich ab sofort auch so verhältst, dass du den Rettungsring in der Hand hast für viele Menschen da draußen, wo du einen Schritt weiter bist, wo du Situationen in deinem Leben schon wunderbar gemeistert hast, du bislang aber noch, bis eben noch an dir gezweifelt hast und jetzt erlaubst du dir, dein Beitrag da draußen zu sein. Um den Menschen zu helfen, die genau deinen Rettungsring, deine Botschaft brauchen. Und deshalb würde ich dir für morgen gerne, und da knüpfen wir morgen dran an hier, damit du jetzt endgültig rausfindest aus dem Mangel, aus der Orientierungslosigkeit, die Übungen, die wir die letzten 9 Tage hier gemacht haben, die dienen dazu, um dies zu unterstützen. Und ich habe es absichtlich ja ein bisschen kurz gehalten und habe hier nicht Stunde zwei hier Vorträge gehalten, damit es wirklich in kleinen Häppchen für dich auch konsumiert werden kann, dass du dir nicht groß hier ewig Zeit nehmen musst. Weil auch jetzt, selbst wenn du zu Hause im Homeoffice bist, ich weiß ja, wie es ist. Der Tag hat nach wie vor 24 Stunden, aber dennoch haben viele das Gefühl, gerade jetzt dann keine Zeit zu haben, weil, weil, weil. Und deshalb die Aufgabe für morgen. Nimm dir ein Blatt Papier. Nimm dir eine halbe Stunde Zeit für dich. Koch dir einen leckeren Tee. Oder nimm dir ein Blatt Papier. Draußen hier scheint so gerade so schön die Sonne bei uns hier. Pack dich warm an, geh in den Wald.
und umgib dich mit Naturgeistern und diesen Energien. Nimm deinen Block mit. Eine Sitzmöglichkeit dann natürlich auch draußen, dass du schön warm hast, Handschuhe. Und nimm dir eine halbe Stunde Zeit und schreib mal auf. Schreib als Überschrift auf dieses Blatt Papier, welchen Beitrag möchte ich jetzt gerne sein? Welchen Beitrag möchte ich jetzt gerne sein? Und dann schreib einfach mal auf, was da alles aus dir fließt, ohne drüber nachzudenken, ohne etwas zu bewerten, ohne etwas zu beurteilen. Und sobald das süße Köpfchen, der Denker da einsetzt, wie soll das funktionieren, kann das funktionieren, geht doch nicht, weil, weil, weil. Geh bitte einfach nur in die Beobachterrolle. Sag dem Denker, interessant, was du mir gerade jetzt wieder hier erzählst. Total interessant. Geh nicht damit in Resonanz, sondern einfach mal machen. Und wenn du an einem Punkt ankommst, wo nichts fließt, wo nichts mehr kommt, dann nimm das einfach mal wahr. Also im Zeitrahmen von dieser halben Stunde, die solltest du dir bitte schon Zeit nehmen. Dann nimm das einfach mal wahr und sag dir einfach, oh, ist ja interessant, dass jetzt gerade weiter keine Ideen, kein Gedanke kommt. Nimm das wahr und bleib trotzdem da hocken und dann wirst du merken, dann fängt es wieder an zu fließen und dann schreibst du einfach nochmal. Und geh so mit dir selbst mal ins Brainstorming heute und morgen knüpfen wir dann daran an. Weil da hast du eine wunderbare Basis für dich geschaffen. Das wäre so meine kleine Hausaufgabe für dich, das bis morgen zu machen. Dann sehen wir uns um 12:30 Uhr nochmal hier und dann geht's weiter, damit du jetzt rauskommst aus dem Mangel, raus aus der Orientierungslosigkeit und mal ganz genau weißt, wo geht dein Weg hin und du auch die Kraft, die Energie und die Klarheit bekommst und hast, diesen Weg auch zu gehen, gerade jetzt in dieser Zeit. Okay? Sehen wir uns morgen nochmal. Also Aufgabe, auf ein Blatt Papier schreiben oder auf den Block, dich zu Hause gemütlich in den Sessel hocken oder auch gerne in die Natur gehen, dich von Naturgeistern, von Elfen, von wem auch immer zu umgeben, was da auch immer in deinem Bewusstsein ist und da mal ins Brainstorming mit dir zu gehen. Okay? Und dann bringst du das Blatt morgen hier mit, dann sehen wir uns um 12:30 Uhr nochmal. Bis dahin, ganz liebe Umarmung. Ciao!